Die Frage, was ist besser, Therapie oder Training? Das ist eine Frage, die ja so ganz einfach nicht zu beantworten ist, weil grundsätzlich sind beide Dinge gut. Aber wir wollen mal das aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten, wo man sagt, also wie kann man so eine Entscheidung für sich treffen, was jetzt für einen persönlich vielleicht in der Situation, in der man ist, ja, der effektivere Weg ist. Dazu eine grundsätzliche Sache. Also unser Körper besteht aus ja Unmengen von Zellen. Und jede Funktion, die wir machen, also ob wir denken, ob wir uns bewegen, ob ein Organ funktioniert, muss ja letztendlich von Zellen getätigt werden. Also Zellen machen diese Arbeit. Und dafür müssen die zusammenarbeiten. Und die Zellen brauchen auch bestimmte Bedingungen, um so arbeiten zu können. Wenn also in unserem Körper irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie es soll, sind letztendlich irgendwelche Zellen nicht in der Lage, diese Arbeit umzusetzen. Und jetzt ist das Interessante, ja, welche Auswirkungen hat das jetzt in unserer Entscheidung? Ja, grundsätzlich kann man sagen, also wenn Zellen kurzzeitig eine Sache nicht mehr konnten, ja, dann macht es Sinn, die Situation für diese Zellen auszugleichen. Mal zum kleinen Beispiel, wenn eine Zelle nicht besonders viel Blut bekommt, dann bekommt sie nicht so viel Nährstoffe und dann kann sie daraufhin nicht gut arbeiten. Mache ich jetzt irgendeine Therapie, die die Durchblutung unterstützt in dem Bereich, fängt die Zelle wieder an zu arbeiten und die Zelle kann ihre Funktion und die daraus gehörige Symptomatik wieder aufheben. Und so wirkt im Endeffekt eine Therapie. Das heißt, immer wenn Dinge kurzzeitig nicht mehr funktionierten und ich gleiche die Situation aus, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Nachhaltigkeit in der Funktion reinbekommt, extrem groß. Das Problem ist nur, wenn in unserem Körper über einen langen Zeitraum eine Funktion nicht mehr funktioniert, dann scheint es nicht mehr nur eine Sache sein, dass eine Bedingung nicht mehr vorhanden ist, sondern dass eine grundsätzliche Funktion, also etwas Erlerntes, gerade nicht abgreifbar ist. Das heißt, diese Funktion ist jetzt nicht kurz ausgleichbar, sondern hier müsste der Körper oder die Zellen wieder eine Zusammenarbeit erlernen, um das zu können. Und hier ist das Training klar im Vorteil. Das heißt, immer wenn ich eine Sache habe, wo ich sage, die ist sozusagen schon sehr lange oder sie kommt immer wieder oder man könnte fast sagen, die ist so dauerhaft chronisch als Problem oder als Symptomatik bei mir vorhanden, dann besteht eine große Möglichkeit, über Training weiterzukommen. Ja, aber wie kann ich das für mich herausfinden? Wie kann ich für mich herausfinden, ob meine Zellen ein Trainingspotenzial haben, dass sie sagen, wenn ich die trainiere, ja, dann könnte mein Körper das wieder erlernen. Dazu eins grundsätzlich. Also unser Körper besteht aus drei verschiedenen großen Zellsystemen, also aus dem Nervensystem, aus dem Organsystem und aus dem Muskel- oder Meridiansystem. Und wenn ich wissen will, ja, welche Zellen müssten denn besser zusammenarbeiten oder welche Zellen haben ein Trainingspotenzial, dann muss ich das testen. Und das ist der Grund, warum wir das CRT Balance Board entwickelt haben. Das ist das erste Trainingsgerät, wo Sie sozusagen einerseits testen können, ob Ihre Zellen in welchem Zellsystem ein Trainingspotenzial haben, ob Sie da eine Möglichkeit haben, diese Funktion wieder trainieren zu können und wo Sie auch erkennen können, was Sie im Körper
blockiert und wie sie das nachhaltig gelöst kriegen. Sie müssen dafür nur die Anweisungen des beigelegten Heftes folgen, das beim CRT Balance Board beigelegt ist. Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie einfach mal in dem Bereich CRT Balance Board nach, was der Gleichgewichtssinn in unserem Körper alles verrät, vor allem in dem Bereich, wo Zellen ein Trainingspotenzial haben, um eine Leistung wieder schaffen zu können, die er über einen langen Zeitraum so in der Art nicht mehr geleistet hat.